Hallo zusammen, heute lernen wir West Coast Swing, die Whip. Eine ganz, ganz wichtige Figur. Letztes Mal hatten wir ja schon die Six Count Basisfiguren und heute unsere Eight Count Basisfiguren. Eine super wichtige Figur, die auch ganz, ganz viele Ausgangsvariationen mit sich bringt, aber heute erstmal nur die reine Basisfigur. So, wie schaut das Ganze aus? Wir tanzen es einmal für euch vor. Wir haben 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Einmal von der anderen Seite gezeigt. Wir tanzen unser 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Ja, jetzt habt ihr ja gerade schon kurz die Whip getanzt gesehen. Jetzt erklären wir euch mal ganz einfach die Schritte. Wie immer im West Coast Swing, ganz wichtig, die Herren fangen links rückwärts an, die Damen rechts vorwärts und wir sind auf Zug. Das heißt, die Herren setzen sich in ihr Standbein rechts, die Damen setzen sich in ihr Standbein links. Wir holen die Damen auf uns zu, wir tanzen. Eins und jetzt leiten wir die Damen an unsere Seite um und tanzen zwei. Und ihr seht, die Damen sind ganz leicht vor uns. Jetzt gehen wir gemeinsam in ein 3 und 4. Das ein bisschen ausführlicher gezeigt. Die ersten zwei Schritte sind einfach. Die Herren gehen mit dem ersten Schritt leicht aus dem Slot. Die Damen gehen gerade auf den Herren zu, kriegen dadurch eine leichte Seitenführung, wenn die Herren wieder auf ihr rechtes Bein gehen. Und die Damen nehmen die Seitenführung und drehen sich neben den Herren um. Wichtig ist einmal vom Rückenperspektive gezeigt, wir nehmen die Damen in eine Art Körbchen. Wir tanzen 1, 2 und haben die Damen locker im Körbchen hier an der Seite. So, wenn wir die Damen hier erstmal haben, wir tanzen 1, 2, tanzen wir gemeinsam einen Triple Step. Und ihr seht, der Triple Step ist am Platz. Aber was die Damen machen, die tanzen Triple Step, setzen einen kleinen Schritt vorwärts. Wichtig ist, die Damen haben den Fuß noch nicht belastet und die Herren tanzen einen Triple Step etwas größer, kreuzen vor die Damen, aber auch den Schritt noch nicht belasten. Jetzt gehen wir erst drauf. Darauf stellen uns mit dem Körper zur Dame, das dreht die Dame. Step, Step, Triple Step. Nochmal den ersten Teil langsam. Wir tanzen. 1, 2, die Dame steht neben uns, wir tanzen gemeinsam. 3 und 4. Jetzt drehen wir uns um, das dreht gleichzeitig die Dame um. Das passiert auf 4. Wir tanzen 5 am Platz, die Dame dreht weiter. 6 am Platz, die Dame versucht Abstand zwischen uns zu schaffen. Und wir tanzen den Anchor Step, also unseren zweiten Triple Step. Anchor Step auf 7 und 8. Einmal von der anderen Perspektive getanzt. Wir tanzen zwei Schritte rückwärts, die Herren mit links beginnen, Damen rechts vorwärts. Step, Step. Wir haben die Damen im Körbchen. Wir tanzen. Triple Step. Jetzt drehen wir uns zur Dame. 4, 5, 6, 2 ganze Schläge, um weiterzudrehen. Und wir tanzen unseren Anchor Step und beenden damit unsere Whip. Einmal etwas schneller. Wir tanzen 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Zwischendurch können wir immer wieder mal einen Sugar Push tanzen, dass wir dann nicht jedes Mal die gleiche Figur tanzen. Wir zeigen es euch mal. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 ist Sugar Push vorbei, ist eine 6-Count-Figur. Jetzt in die Whip. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Und wir enden wieder auf Zug.
So, meine Lieben, jetzt haben wir euch die Schritte der Whip kurz gezeigt. Chanan wird euch jetzt ein bisschen was zur Fußtechnik sagen. Genau. So, die ersten zwei Schritte sind, denke ich, ganz klar. Der Herr führt uns erstmal in die Whip. Das heißt, wir tanzen 1. Auf der 2 müssen wir schon zu ihm gedreht sein. Das heißt, unser zweiter Schritt geht tendenziell rückwärts, ja? Also bitte nicht vorwärts auf die Herren zu laufen. Wir haben nicht 1, 2 und drehen dann irgendwie um, ja, weil sonst stehe ich ihm ein bisschen im Weg. Sondern ich versuche durch seinen Druck hier schon rückwärts aufzuklappen. Dann stehen wir richtig. Was jetzt wichtig ist für die Mädels, wenn wir unseren Triple Step tanzen. Ich versuche, weil der Herr hat mich ja in diese Richtung geführt, auf maximale Distanz zu gehen. Hatten wir in unserem Basic-Video schon. Hier gilt genau dasselbe. Das heißt, ich tanze 3 und 4. Das heißt, ich bin hier hinten. Also man sieht es richtig schön jetzt hier an dem Arm. Hier ist maximal. Der Herr spürt mich auch hier am Schulterblatt. Und jetzt gehen wir vorne drauf und 5. Auf 6 lässt mich der Herr los, das heißt, Mädels, schön nach hinten gehen. 6. Und jetzt haben wir unseren Anchor-Step. 7 und 8. Und dann ist die Figur auch schon zu Ende. Wir zeigen es nochmal kurz schnell, damit man wirklich diesen Distanzwechsel sehen kann. Und 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Ja, meine Lieben. Jetzt habt ihr die wichtigsten Basisfiguren von West Coast Swing alle beieinander. Wir wiederholen sie nochmal ganz kurz. Das war unser Sugar Push, unser Left Side Pass, der Right Side Pass oder Underarm Turn, unser Tuck Turn. Das waren unsere 4 Six Count Elemente und dazu kommt dann noch unsere Whip als erstes Eight Count Element. So, meine Lieben, jetzt habt ihr die Schritte der Whip auch gelernt. Und das ist so die wichtigste Basisfigur, das wichtigste 8-Count-Element. Und die anderen 6-Count-Elemente, die Basiselemente, die habt ihr ja schon gelernt. Das war ja unser Sugar Push, unser Left Side Pass, unser Right Side Pass oder Underarm Turn. Und als 4. Element noch der Tuck Turn. Und ganz wichtig für alle von euch, die gerne West Coast Swing tanzen, man versucht im West Coast Swing ja immer in der Musik zu sein und die Musik zu vertanzen. Und wir versuchen immer auf einer starken 1 wieder anzufangen. Denn da sind auch viele Breaks in der Musik. Diejenigen unter euch, denen das noch gar nichts sagt, macht euch keine Gedanken. In späteren Videos, da werden wir euch das alles noch erklären. Den Aufbau der Musik, die Technik und natürlich auch viele schöne Figurenvariationen, die Führung. Chanan wird sicherlich was zum Lady Styling, zur Technik und Fußarbeit der Damen sagen. Ich mache das gleiche für die Männer. Und wichtig für euch, wenn ihr schon mal üben wollt und diese starken ersten Schläge treffen wollt, dann könnt ihr immer 4 Six-Count-Elemente und das eine Eight-Count-Element, das ihr jetzt schon gelernt habt, miteinander mischen. Das heißt, wir haben unseren Right-Side-Pass, Left Side Pass, Sugar Push, Tuck Turn und natürlich noch unsere Whip. Und wenn ihr die aneinander kettet, kommt ihr immer wieder bei einer starken 1 raus. Viel Spaß beim Üben zu Hause!